Mikrofon, Frau Steckelmeier. Danke sehr. Waren zu viele Knöpfe auf einmal. Danke sehr. Ich darf Sie herzlich willkommen heißen im Namen von e-Education bei der diesjährigen Fachtagung. Herzlich willkommen auch an Herrn Benjamin Brandic von der Wiener AG Office Management und angewandte Informatik, der uns über die Ergebnisse zum Thema Office 4.0 zeitgemäßes Office Management informieren wird. Fragen bitte ich Sie in den Chat zu posten. Es wird nach den Ausführungen von Herrn Brandic noch Zeit geben, um sie zu beantworten. Ich wünsche Ihnen einen interessanten Vortrag und darf gleich an Herrn Brandic übergeben. Vielen Dank, Frau Steckelmeier. Herzlich willkommen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich freue mich, heute am Nachmittag mit Ihnen gemeinsam hier bei dieser Fachtagung zu sein. Ich freue mich auch, den einen oder anderen bekannten Namen zu sehen. Hallo noch einmal an alle. Ich werde gleich meine Präsentation freigeben. So. Ich werde heute in den nächsten 20 bis 25 Minuten über Office 4.0 sprechen, zeitgemäßes Office Management. Vielleicht verstehen Sie schon etwas unter 4.0 oder haben schon Vorerfahrungen zu 4.0. Mein Bereich ist das Office Management und die angewandte Informatik und ich möchte mit diesem Vortrag zeigen, welche Studien es zu diesem Thema gibt. Also zu zeitgemäßen Office Management der vierten industriellen Revolution und wo wir vielleicht Zukunftsperspektiven haben. Mein Name ist Benjamin Brandic und ich unterrichte an einer Handelsakademie im dritten Wiener Gemeindebezirk, bin Wiener AG-Leiter, aber primär natürlich Lehrer für den Gegenstand Office Management und angewandte Informatik und sehe meinen speziellen Betrieb also auch in diesem Bereich. Ich werde zuallererst mit dem Büro der Zukunft starten, also mit den Ergebnissen einer Studie, wie das Büro in Zukunft aussehen könnte. Dann werden wir ein wenig kritisch das 4.0 hinterfragen, nämlich die vierte industrielle Revolution, wie sie halt in Verbindung mit dem Büro stehen, welche negativen Auswirkungen oder positive Auswirkungen die vierte industrielle Revolution auf das Büro hat. Wie wird sich das Büro verändern und was heißt das natürlich für unsere Schülerinnen und Schüler, die wir in berufsbildenden Schulen beispielsweise ausbilden. Der dritte Punkt ist das Kernstück meines Vortrags, die Empfehlungen für den Unterricht und zu guter Letzt ein kleiner Ausblick. Wir wissen, wie ein typisches Büro aussieht. Wir stellen uns darunter vor, dass es ein offener, heller Raum ist, wo man sich wohlfühlt, wo wir gerne sein wollen und trotz schlechter, guter, mittelmäßiger Arbeitsbedingungen vielleicht auch gute und nette Kolleginnen und Kollegen haben. Und das ist auch das Ergebnis einer Studie. Es wird immer am Ende dann der Name der Studie aufgeführt. Wir wollen natürlich, dass wir unsere Räumlichkeiten, unseren Arbeitsplatz individuell einrichten können, dass wir uns mit schönen Arbeitsutensilien versehen. Wir wollen natürlich so eine Startup-Atmosphäre, also so etwas Innovatives. Wir wollen etwas Zeitgemäßes haben. Das ist alles in uns drinnen, uns selbst bei denjenigen Kolleginnen und Kollegen, die jetzt, sage ich mal, so alt eingesessen sind. Wenn ein frischer Wind dazukommt, dann wird das zumeist immer positiv angenommen und das zeigen auch bisherige Untersuchungen. Natürlich gibt es auch Menschen, die gerne in Massenbüros arbeiten und die diesen lauten Fuhrwerk, Teil des lauten Fuhrwerks sein wollen. Das aber, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist alles auf die Ästhetik bezogen. Und die Ästhetik ist uns jetzt in diesem ersten Schritt nicht so wichtig, zumindest nicht für den ersten Augenblick, sondern wir wollen wissen, was macht das Büro der Zukunft für uns Lehrerinnen und Lehrer oder Lehrende in diesem Fall am heutigen Nachmittag zukunftsreich. Das heißt, worauf müssen wir unsere Absolventinnen und Absolventen vorbereiten, damit sie in einem Büro der Zukunft Platz haben. Zum einen
die permanente Abhängigkeit oder Unabhängigkeit. Durch die jetzige Corona-Situation, glaube ich, können Sie schon alle implementieren, was ich damit meine. Also man ist irgendwie immer erreichbar. Früher konnten wir einen 9-to-7-Job oder 9-to-5-Job, konnten wir das klar abgrenzen. Jetzt geht das natürlich immer weniger und weniger, wenn auf einmal ein WhatsApp-Anruf kommt, eine Zoom-Einladung etc. Wir wollen arbeiten, wo ich will, wann ich will und wie ich will. Also wenn es sein muss, auch auf der Couch mit dem Laptop. Und das Primäre ist natürlich das crossmediale Arbeiten, also mit dem Handy, mit dem Tablet, mit dem Notebook, mit dem Headset, mit dem Handy, also verschiedenste Einsätze, Einsatzgeräte, die hier zum Arbeiten kommen. Früher hat man gesagt, das typische Arbeitsgerät ist natürlich der PC. Auch das ist langsam zu hinterfragen. Welchen Stellenwert hat das crossmediale Arbeiten für uns? Natürlich kommen immer die technischen Schwierigkeiten für mich. Also ich wünsche mir natürlich einen technischen Support als Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in einem zukunftsfähigen Büro. Das bekomme ich entweder von meinem Chef und meiner Chefin zur Verfügung gestellt oder ich muss mich halt selbst darum kümmern, dass mich Kolleginnen und Kollegen bei meinen Vorträgen, bei meinen Meetings unterstützen und ich wiederum dann auch in Zukunft unterstütze. Das sind so die Sachen, was wir uns für einen zukunftsfähigen Büro vorstellen und natürlich ein Chill-Out- oder Workout-Area. Jetzt, liebe Kolleginnen und Kollegen, werden Sie sich wahrscheinlich denken, Moment einmal, das kenne ich ja alles oder das gibt es schon und ich war in Unternehmen und Bereichen, wo es das alles schon gibt, das soll ja schon innovativ und großartig sein. Sie haben recht, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich habe Ihnen versucht, einen Bären aufzubinden. Diese Studie, die ich Ihnen jetzt präsentiert habe, die ist aus 2012 und mit dem Titel Wie sehen die Büros im Jahr 2020 aus? Und wir sehen aus meiner Ausgangslage vieles von dem, was 2012 vielleicht schwer vorstellbar war oder schon vorstellbar, wo wir gesagt haben, das betrifft eh nicht mich, das betrifft die anderen, die sind jetzt schon Realität. Zugegebenermaßen aufgrund oder dank oder wegen Corona, aber das Wichtigste ist, wir haben jetzt eine Situation, wo wir uns permanent mit diesen Sachen konfrontiert finden, also crossmediales Arbeiten, wann, wo und wie ich will, permanenter Stress, also als negativer Aspekt natürlich, weil die ständige Unabhängigkeit oder ständige Abhängigkeit und viele andere weitere Sachen mehr. Jetzt wollen wir uns aber tatsächlich auf die Zukunft konzentrieren, nämlich auf das New Work. Und das ist jetzt tatsächlich eine Studie aus dem Jahr 2020, die uns damit da zeigen soll, wie wir unsere Schülerinnen und Schüler vorbereiten wollen. Also wir wollen zuallererst die soziale Interaktion mitdenken. Wir wollen aus einem notwendigen Übel, und das ist zurzeit die Corona-Krise, wollen wir etwas Zielführendes machen. Das heißt, immer wenn wir früher, als uns gesagt wurde, wir müssen jetzt mit der Chefin, mit dem Chef, mit den Kolleginnen und Kollegen, müssen wir ein Zoom-Meeting halten oder ein Microsoft Teams-Meeting, dann war das auch ein notwendiges Übel. Jetzt gehört das irgendwie dazu und man macht sich das kurzfristig aus, sagt, hast du kurz Zeit, können wir zoomen oder teamsen und dann funktioniert das schon. Und das ist halt dann ein Produkt dessen, was jetzt schon ist und was in Zukunft noch weiter ausgeübt wird. Ich habe erst vor kurzem so eine Studie über New Work Studie heißt übrigens von Deloitte, die hat auch selber Erfahrungen. Also selbst in diesem klassischen Bürosystem wissen wir derzeit, dass zwischen 50% und 60% der Plätze über einen Großteil des Jahres nicht besetzt ist. Das hat verschiedene Gründe. Es kann Krankheit sein, es kann Meeting sein, es kann also Meetings im Sinne, es wird an einem anderen Arbeitsplatz gearbeitet, es können Dienstreisen sein und vieles mehr. Es kommt natürlich auch immer auf die Branche an, aber wenn wir jetzt an unseren Lehrerberuf denken, da passiert natürlich auch wenig im Lehrerzimmer und Lehrerinnenzimmer beispielsweise. In anderen wollen wir natürlich einen Fortschritt beim Individuum Mensch sehen. Wir wollen den Mensch im Vordergrund sehen mit seinen Bedürfnissen, also dass er auch Freizeit braucht. Und das wird in Zukunft natürlich viel stärker auch aus gewerkschaftlicher Sicht
in den kollektiven Arbeitsverträgen verankert werden müssen. Wir wollen natürlich einen vernetzten Mitarbeiter und vernetzte Mitarbeiterin, bei uns Lehrerinnen und Lehrer, der uns natürlich immer sagt, okay, was wird von mir erwartet, was kann ich bringen und wie kann ich mich einbringen. Wir wollen eine Flexibilität statt Präsenzkultur. Das zeigen mehrere Studien in diesem Bereich. Und das war ja bis vor letztem Jahr, Corona, auch wenn es jetzt schon ewig her scheint, haben wir nicht tatsächlich nicht so lange, es sind ja 2 Jahre. Und bis zu Beginn des letzten Jahres hat er so gescheint, als ob dann alles wieder in die Normalität zurückkehren würde. Wir sprechen hier auf Teaching Business as Usual. Also wir werden hier beispielsweise die Schülerinnen und Schüler auf diese Arbeitswelt vorbereiten, also mit Microsoft Teams, mit Lernprogrammen, mit Lernunterstützung, mit digitalen Portfolien, mit Videokonferenzen, mit Wikis etc. 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 Und dann werden wir wieder zu unserem Teaching Business as Usual zurückkehren und werden so wieder unterrichten, wie wir es kennen. Diese Beobachtung könnt ihr gerne bei euch am Schulstandort beobachten. Bei mir hat sich das nicht bewahrheitet. Also bei mir, ich beobachte noch immer, dass viele Kolleginnen und Kollegen tatsächlich diese Vorteile, das, was sie sich für als Positives mitnehmen, auch tatsächlich weiter nutzen. Und natürlich diejenigen, die gesagt haben von Anfang an, das interessiert mich nicht. Ich glaube nicht, dass es so kommen wird. Völlig unerheblich, was die Evidenzen sagen. Ich glaube, das wird nicht kommen. Dann kann man diesen Kollegen oder die Kollegin sowieso nicht zwingen. Und es ist auch gut, dass er es nicht macht. Ja, weil natürlich wollen wir, dass sich die Kolleginnen und Kollegen wohlfühlen in dem, was sie tun. Natürlich, wenn es eine Notsituation kommt, wie vielleicht in Zukunft wieder mit Distance-Learning-Phasen, dann müssen sie es tun. Und wir wollen das, was wir als Lehrerinnen und Lehrer uns beigebracht wurde, durch Schülfs etc., wollen wir natürlich auch unseren Schülerinnen und Schülern weitergeben. Und das ist die große Herausforderung, vor der wir jetzt als Lehrerinnen und Lehrer stehen. Wir wollen weniger Unterbrechungen, wir wollen Zeitersparnis und wir wollen ein konzentriertes Arbeiten. Und wie ihr seht, also das ist ein Konstrukt, das noch vertiefend untersucht gehört. Also falls jemand von Ihnen, von euch eine Masterarbeit schreibt oder eine Dissertation schreibt und eine Forschungslücke schließen möchte, ich glaube, das ist ein guter Ansatz. Kommen wir wieder zurück zu dem, wo ich will und wann ich will. Natürlich gilt das auch für die Zukunft. Also das war auch 2012 das Ziel. Das ist noch nicht ganz so erreicht und das müssen wir in der Zukunft weiter verstärken. Es gibt aber und es wird immer wieder Kolleginnen und Kollegen geben, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Büro geben, die sagen, ich möchte das gar nicht, ich möchte im Büro arbeiten. Und die Möglichkeit soll natürlich auch für diese Kolleginnen und Kollegen bieten. Also der Aspekt der Freiwilligkeit ist laut dieser Studie, der KMU-Studie, kann man nachschlagen, ist es auch tatsächlich in der Zukunft. Kommen wir zum Begriff 4.0, also jetzt um dieses Büro der Zukunft in Verbindung zu setzen zum Thema, also Office 4.0, ist die vierte industrielle Revolution. Und die vierte industrielle Revolution ist schon in unsere Schulen teilweise angekommen. Das klingt jetzt vielleicht für Sie sensationell oder überraschend, ist es aber nicht. Also wir kennen ja diese Stundenplan-Matrix mit dem Stundenplan erstellt, wird auch schon durch maschinelles Lernen, durch maschinelle Tätigkeiten werden Stundenpläne erstellt. Die Personalplanung wird schon meistens maschinell erstellt. Und da, wo wir noch hin wollen, ist das unterstützende, automatisierte Feedback-System. Da möchte ich jetzt nochmal tiefer drauf eingehen. Also wie kann ich Office 4.0 in der Schule nutzen? Also jetzt kommen wir zu diesem Punkt des Vortrags, der für Sie als Lehrerinnen und Lehrer in Ihrer Handlungsempfehlungen relevant ist. Nämlich das Maschinenlernen in der Schule. Und dieses Modell ist dreistufig und beschreibt das intelligente Tutoring-System, das pädagogische Modell und das Lerner- oder Learner-Modell. Und hier haben wir in diesem ITS, mit dem intelligenten Tutoring-System, haben wir
Oder ist das Ziel, dass Schritt für Schritt Tutorials erstellt werden? Die kennen wir bereits, die nutzen wir auch meistens. Ich kenne ganz tolle Kolleginnen und Kollegen an Wiener kaufmännischen Schulen, die arbeiten nur mit Lernvideos, nur mit Schritt für Schritt Anweisungen. Und hier wäre jetzt noch der Schritt zu sagen, okay, wir wollen es individualisiert für jeden Schüler, für jede Schülerin. Also dann, wenn es wirklich individualisiert wird, dann können wir von diesem ersten Schritt von 4.0 sprechen. Also wenn man sagt, okay, wenn es zu kleinkariert ist, jeden Schüler, jede Schülerin ansprechen, dann zumindest auf die Klasse. Und wenn das noch immer kleinkariert ist, dann zumindest auf den Schultyp, also Hack und Hasch unterscheiden, wobei das schon ziemlich oberflächlich ist. Der zweite Schritt wäre natürlich das pädagogische Modell. Das wäre dann zu sagen, okay, wir wollen unterscheiden, welche Übungen zu anspruchsvoll sind, welche vielleicht zu einfach sind. Und dieses Modell, dieses Programm, mit dem wir potenziell arbeiten können, das hilft uns, das zu unterscheiden. Sozusagen, dieser Schüler, diese Schülerin war in der Vergangenheit ziemlich hinten nach. Also gebe ich hier jetzt ein einfaches Beispiel zur Übung. Jemand, der vielleicht schon die Kompetenz überall erreicht hat, die gebe ich hier ein schwereres Beispiel. Wir als Lehrerinnen und Lehrer können das natürlich versuchen, aber bei 150, 200, 250 Schülern ist das fast ein Ding der Unmöglichkeit. Deswegen gibt es aber ganz tolle Schulbücher schon, die solche Programme anbieten. Dazu komme ich aber etwas später. Und der dritte Schritt wäre das Learner-Modell. Das wäre auch zum Beispiel durch den Lehrer oder die Lehrerin oder durch so ein Programm möglich, indem ich sage, okay, ich will wissen, welcher Schüler kann wie viel. Man nennt das, welches hypothetische Wissen hat der Schüler oder die Schülerin. Und anhand dessen, an Basis dessen kann ich dann Übungsbeispiele erstellen oder erstellen lassen. Also das ist das Ergebnis einer brandaktuellen Studie, würde ich jetzt mal sagen, wie wir das Maschinenlernen in der Schule einsetzen können. Und Sie werden jetzt vielleicht zu Recht sagen, vieles davon ist noch Zukunftsmusik. Dem muss ich ein wenig widersprechen. Also es gibt zum Beispiel, ohne jetzt Werbung zu machen, es gibt ein Unternehmen in Salzburg, das ein Schulbuchhersteller ist. Es gibt einen Hersteller in einem Buchverlag in Wien, das anbietet, also mit solchen Boxen. Da kann man wirklich tatsächlich, also falls Sie wissen möchten, was ich meine, können Sie mir gerne privat schreiben und ich werde Ihnen dann das mitgeben. Also ich finde das ganz toll und ich glaube, in diese Richtung wird es gehen. Also ich glaube, die Verlage werden in Zukunft nur darauf gehen. Was meine ich konkret? Dass die Übungsbeispiele bereits erstellt sind, dass die Übungsbeispiele automatisiert ausgewertet werden, dass die Übungsbeispiele dann verschiedene Schwierigkeitsstufen haben, je nach hypothetischem Wissensstand der Schülerinnen und Schüler. Also ich beispielsweise arbeite schon in meinem Unterricht aktiv damit. Und das heißt, es ist da, es ist leicht zugänglich, es kostet ein wenig, aber es muss einen Wert sein. Und ich glaube, je weiter etabliert das wird, desto weniger wird es kosten und desto mehr kann man das dann einsetzen. Also dieses Office 4.0 kann man wirklich aktiv in den Unterricht einsetzen. Es geht jetzt auch gar nicht darum, dass wir über Zukunftsmusik sprechen, weil es geht natürlich immer um das Bewusstsein. Wir wollen den Schülerinnen und Schülern das Bewusstsein schaffen. Wie sieht das Büro der Zukunft aus? Was wissen wir nicht? Was erhoffen wir uns? Und was befürchten wir? Und wir wollen diese bestehenden Mittel nutzen, die wir haben. Es geht natürlich auch immer um die Benutzerfreundlichkeit. Die Benutzerfreundlichkeit ist immer zu hinterfragen. Je benutzerfreundlicher es ist, desto weniger muss ich mich vielleicht damit auseinandersetzen. Und wie kann ich das in das Schulwesen integrieren? Da gibt es wieder ein mehrstufiges Modell. Hier als Best Practice. Also zum einen Schritt, wir wollen es von analoge ins Digitale umsetzen. Das kann jeder von Ihnen, liebe Kolleginnen und Kollegen, sofort erledigen, sofort machen. Er kann das Analoge ins Digitale übersetzen. Dann können wir die Technologien integrieren in bestimmte Möglichkeiten. Also statt als das Lektorat kann ich eine Wörterrechtsprüfung machen, ich kann PowerPoint-Präsentations- und Flipcharts machen, ich kann verlinken, einbetten etc. Auch das kann jeder von Ihnen machen. Dann geht es schon um die Um- und Neugestaltung.
also das professionelle Nutzen von E-Mails, von Blogbeiträgen, von Feedback und Kommentaren, das ist schon etwas anspruchsvoller. Und der letzte Schritt wäre das Zusammenfassen und Neuerstellen, also das kollaborative Arbeiten. Ich denke hier jetzt an Abschlussarbeiten, liebe Kolleginnen und Kollegen, die noch immer vielleicht einzeln erstellt werden. Auch das kann man schon kollaborativ machen, ja, mit geteilten Word-Dokumenten und so weiter. Vielleicht als Profis im IT-Bereich wissen Sie das bereits schon. Und das ist das vierstufige Modell, das wir nutzen sollten, um das Office 4.0 aktiv in unserem Unterricht einzusetzen. Darüber hinaus geht es natürlich immer größer, schneller und intensiver. Wir wollen aber den Fokus nicht verlieren. Wir wollen natürlich immer analog zu unserem Bildungsauftrag von berufsbildenden Schulen unsere Schülerinnen und Schüler auf den Beruf vorbereiten. Und ich beispielsweise mache das mit solchen Programmen, die die Übungen automatisiert auswerten, die den Schülern sofort Feedback geben. Aber natürlich versuche ich auch eine Virtual Reality in meinen Unterricht zu implementieren, weil es auch ein Teil von 4.0 ist. Und solche Virtual Reality-Brille, wie ich sie da rechts auf dem Kopf habe, die kostet heutzutage schon 20 bis 30 Euro. Also wir reden hier nicht von 200, 300 Euro, wo man sagt, okay, das möchte ich nicht für meinen Unterricht nutzen, sondern wir reden hier wirklich von 20, 30 Euro, wo man sie einmalig vielleicht anschafft und dann kann ich den Schülerinnen und Schülern das auf den Kopf setzen und sie können Virtual Reality hautnah erleben und können dann Vor- und Nachteile, können es reflektieren. Wir wollen natürlich eine Abwechslung in unserem Unterricht und ich hoffe, diese 20 Minuten, die ich Ihnen das jetzt vorgetragen habe, können Ihnen so einen kleinen Anstoß geben, das auszuprobieren. Vielleicht haben Sie etwas mitbekommen, einen kleinen Impuls. Wie gesagt, Sie müssen jetzt nicht sofort eine Virtual Reality-Brille kaufen oder Unternehmen kontaktieren. Jeder kreiert diese Abwechslung ein wenig anders und ich bin mir sicher, Sie werden wissen, wie. Ich wünsche Ihnen noch viel Erfolg in der Erfüllung Ihrer Lernräume und Lernträume und bin mir sicher, dass Sie es gut umsetzen möchten. Ich bin jetzt gerne für Fragen offen. Bitte einfach die Kamera einschalten oder den Ton einschalten. Besprechen wir es. Danke. Vielen Dank, Herr Branditsch, für diese wirklich sehr spannenden Ausführungen. Da kriegt man wirklich Lust zum Arbeiten. Ich habe im Chat im Moment noch keine Frage gefunden. Gibt es vielleicht doch noch jemanden, der gerne den Herrn Branditsch näher befragen möchte? Dann danke ich Frau Stöckelmeier für die Einladung. Danke für das Bereitstellen der Fachtagung. Es war sehr spannend auch für mich und ich bin auch in Zukunft gerne bereit teilzunehmen und bin als Zuhörer jetzt weiterhin dabei. Danke. Vielen herzlichen Dank. Dankeschön.